Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. In der letzten Folge haben wir uns neue Ladewagengespanne geholt und in dieser Folge werden wir erstmal einen Witz erzählen. Liebe Erstsemestler, denkt daran, egal was ihr studiert, die Durchfallquote in der Mensa ist am höchsten. Ja. Unsere Mensa damals war richtig gut. War richtig gut. Gibt ein paar Gerichte, die habe ich seitdem nie wieder so gut gegessen wie dort. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. So. Erdbeeren auslagern. Eine. Erdbeeren auslagern, eine. Erdbeeren auslagern, eine. Erdbeeren auslagern, eine. So. So, das sind 40.000 Liter Erdbeeren. Das ist die letzte hier hinten. Aber ich denke darüber nach, vielleicht da auch nochmal eine Stufe die Produktion zu erhöhen. Du fährst das bitte mal zur Dessertfabrik Input. Spanngude. Achso, können wir nicht, weil das... Naja, das wird schon nicht rausfallen hier, oder? Wir denken mal an das Gute. Das sind aber wirklich viele Erdbeeren. Oh, oh. Klappt alles. Die fahren alle. Er steht hier noch rum, ist auch in Ordnung. Abfahrer. Düngen müssen wir erst später wahrscheinlich... Lasst mich mal gerade was gucken, ob wir schon anfangen können mit Düngen. So, wie viel Stroh haben wir jetzt inzwischen hier eingelagert? Nicht mal 10%. Dann machen wir hier auf jeden Fall noch weiter. Okay. Wir machen mal Folgendes. Ich gehe mal in den CR90 und kopiere mal... den Kurs. Wo sind denn die ganzen Abfahrer? Sind jetzt alle unterwegs? Die waren alle so fast voll. Ist dann immer ärgerlich, wenn es dann nicht genau passt. Bleibt er stehen? Normal, ja, ne? Da kommt schon wieder einer. Ja, der wird schon langsamer. Und diesen Kurs füge ich mal hier schon ein. Dann beim anderen Kumpel auch. Das sind natürlich auch richtig mächtige Geräte. Aber die haben natürlich mit ihren 50er Kubik Ladewagen hier auch ganz ordentlich eine Aufgabe. So, du. Und du. Dann habt ihr die schon mal. Einer fährt links, einer rechts. Das wird aber noch einen Moment dauern. Was sagt er denn? Über eine Stunde. Na gut. Lage kann auch noch einen Moment machen. Der arbeitet hier. Die machen wirklich guten Job. Ich bin zufrieden. Und jetzt müssten wir eigentlich mal, aber die sind jetzt gerade beide hier angekommen, müssen wir gleich mal gucken. Das Haferfeld kann eigentlich nicht mehr lange. Das können wir hier sehen, wenn wir über die Straße laufen. Wir mal gucken. Es ist noch Stroh da. Ein, zwei Bahnen. Naja. Dann können wir hier einmal drüber düngen und dann pflügen. Okay.
Macht ja Sinn so rum. Der ist ja viel schneller, aber verrückte Vorfahrtstechnik. Die sind auch noch unterwegs. Wie sieht's denn hier eigentlich jetzt aus? So langsam dürfte 600.000 Liter Weizen. Ja, Gerste haben wir immer noch mehr, aber wir müssten dann vielleicht die Mühle und die Bäckerei nochmal upgraden. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob wir uns so eine zweite Reparaturwerkstatt hier hinstellen. So dass alle, die quasi hier entladen, gleichzeitig ein bisschen repariert werden. Ist eigentlich auch gar keine so schlechte Idee. Wobei ein bisschen dreckig werden können sie natürlich auch, ne? So, der lädt ab. Dann müsste da oben die Meldung verschwinden. Dann können wir... Das können wir mal schnell machen hier. Wo ist denn... Wir sind ewig nicht mehr mit dem gefahren. Wo ist denn unser WD hier? Welcher Hühnerstall ist das denn? Beide wahrscheinlich, oder? Ja, können beide was rein. Hier sind so 10.000 und hier wahrscheinlich auch. Also 20.000. Guckt mal, was hier los ist auf dem Hof. Hier ist so viel los auf dem Hof. Das ist so cool. Gerste bitte. So, wie gesagt, 20.000. 20.000 Stückers. Stand der schon immer so schräg, der Container? Oh, um Gottes Willen. Oh. Also irgendwie funktionieren diese Einlasstrigger für die Hühnerstelle so mittelmäßig. Weiß auch nicht. Solarplatten könnten wir uns auch mal wieder irgendwo welche draufsetzen. Auch eine schöne Ecke hier, ne? Hier ist Pille sein Haus. Hier ist der Honig. Ah. Alle Produktionen versorgt. So, rückwärts mit Pille hier in den Vorgarten. Kein Thema. Dann fahren wir hier wieder raus. Ja, Wahnsinn. 300 und ein paar 20 Folgen Wild West schon. Ich könnte irgendwann mal den Gag machen und zusammenrechnen, wie viele Stunden das inzwischen sind, wenn man das alles mal weggucken könnte. Wir haben gestern gestreamt. Da gab es wieder den einen oder anderen, der gesagt hat, er fängt jetzt gerade von vorne an. Da ist auf jeden Fall was zu tun. Das sind ein paar Stunden. Okay, so, das haben wir auch. Dann gucken wir nochmal nach den Dreschern. Ich wollte gerade sagen, was tust du, aber du tust das, was du sollst. Ah, der wird sich hier gleich wieder eine Pocket fräsen müssen, dann hält er den wieder auf. Ist nicht so einfach. So, wir springen zu den Messers. Wie weit ist der denn hier? Mal rauszoomen. Der hat fast die Hälfte. Und sein Kumpel ist fast fertig. Der muss wahrscheinlich noch einmal fahren. Oh, die sind schon... Ganz schön am Limit, was das angeht, ne? Selbst mit dem hier. Dauert bis die auch auf 50 fahren. Die Fans fahren dann 60. Das wird sich hier auf den langen Geraden, wird sich das absolut, das sind eine ganze Menge mehr km/h auf die lange Strecke. Achso, hier wird gestriegelt.
Der steht so rum, der steht so rum, der steht so rum, der fährt so rum. Der macht so ein bisschen seinen Job. Der ist hier auch noch dabei. Der hat auch noch für eine Stunde zu tun. Impressive. Ja, und genau jetzt muss man aufpassen. Hier passieren nämlich dann diese Themen. Der wird abgeladen. Das hat gerade so gepasst. Der fährt jetzt sein Rohr aus. Und es ist hoffentlich der, der ihm dann hilft. Und der kommt hoffentlich hier vorbei. Mal gucken. Na, der andere fährt los. Der ist schon abgebunkert. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde den mal ganz kurz anhalten, dass die ein paar mehr Meter... Wobei, wenn er das erste Mal ablädt, hat er ihn ja sofort wieder. Kann ich mir eigentlich sparen, ne? So, er fährt an dem vorbei. Ich bin ganz zufrieden, dass wir auf einen Anhänger gewechselt sind. Ich glaube, mit den Doppelanhängern wäre das hier ein bisschen, gerade mit den Rückwärtsfahrten und so... Bin da eigentlich ganz froh, dass wir jetzt so unterwegs sind. Ohne das Anhängerfülllimit haben wir ja quasi auch... Ich will nicht sagen, die Leistung verdoppelt, aber auf jeden Fall erhöht. Elektrik ist angekommen bei Gewächshaus 1. Sehr schön. Naja, so, und den stellen wir hier hin. Unterm Baum. Es ist immer eine schön schlechte Idee. Unterm Baum parken, nie gut. Ja, ich sag mal so. Da werde ich jetzt zwischen den Aufnahmen mal wieder ein kleines bisschen Zeit verstreichen lassen. Denn wir haben alles hier erledigt, was wir machen wollten. Möchte ich dann auch noch mal austauschen gegen Elektro, glaube ich. Die ganzen Hoftraktoren. Wisst ihr was? Ich wollte es gerade sagen. Können wir ein bisschen Holz stapeln? Ja, ewig nicht gemacht. Haben wir das letzte Mal Holz gestapelt? Mega! Also. Können auch mal wieder ein bisschen Holz ernten, tatsächlich. War auch lange nicht gemacht. Aber ich wollte ja warten, bis der etwas niedriger im Füllstand ist hier, das Sägewerk. Und dann wollte ich mal so einen Fly-Stream mal wieder machen, wie wir es schon mal in der Castlenau gemacht haben. Und dann so einen schönen Rungenwagen besorgen und dann mal ordentlich Holz machen. Das machen wir auch auf jeden Fall mal. Da hätte ich Lust drauf. Die Bäume pflanzen können wir auch mal wieder machen. Also wir haben schon noch ein paar Fleißaufgaben zwischendrin. So ist es nicht. Ich habe jetzt natürlich auch Lust, die neuen Ladewagen mal in Aktion zu sehen. Aber das dauert noch einen Moment, dafür müssen die Drescher da erst runter, weil die Drescher mit den vier abfahren und dann noch die Ladewagen. No, no, Sir. No, no. Das machen wir nicht. Das würde wahrscheinlich funktionieren, vielleicht aber nicht. Kann man an so ein Skorpion hinten eigentlich auch ein Gewicht dranhängen? Ich glaube nicht, ne? Der ist so kräftig, wie er ist. Und was schwerer ist, ist dann Pech. Okay, so, das haben wir. Gute. Container. So, wunderbar. Wir gucken hier nochmal, da läuft auch alles. Die beiden fahren da hinten. Sieht auch cool aus hier, ne? Mit dem Berg im Hintergrund und so. Wir machen uns die Karte schon schön. Wir haben ein paar schöne Ecken generiert hier auf der Karte. Genau, hier wollte ich nämlich hin. Hier wollte ich jetzt mal gucken. Nicht mal 15%, also sollen wir schön weitermachen. Hier. Ja, ich glaube, Stroh ist voll.
Heu, noch ein, zwei, drei Ladungen und dann wechseln wir hier auf Silage. Können wir noch einen Witz erzählen? Silage ist nur auf Level 3, lustig, ne? Ja, ist noch genug da. Wir brauchen auf jeden Fall, das müssen wir uns merken, müssen wir 100.000 zurückhalten für das Schneidwerk. Was ist denn das? Wir haben nämlich nur eins. Wir brauchen auf jeden Fall ein zweites. Wenn wir dann zwei Maisfelder haben. Dann können wir uns schon mal überlegen, ob wir dann beide Drescher auf einem Feld fahren lassen. Also beide Häcksler auf einem Feld fahren lassen. Oder ob wir beide Felder einzeln machen. Ich weiß, was einfacher ist. Ich weiß aber auch, was cooler ist. Ist leider nicht das Gleiche. Okay, also, mega Erntemonat Juli. Wir haben richtig noch was zu tun, aber wir sind jetzt ein kleines bisschen ausgebremst durch unsere beiden Drescher. Ich habe auch das Geld leider ausgegeben, um uns noch einen dritten zu kaufen. Das müssen wir uns für nächstes Jahr vorhalten, aber die Ladewagen, glaubt mir, das würde noch viel länger dauern. Die brauchen wir unbedingt. Wir müssen dann damit vier Ladewagen auf dem großen Feld arbeiten. Ansonsten, sage ich euch, das wird sonst ein Thema. Ich überlege gerade, ob es Sinn machen würde, hier noch eine Straße einzufahren. Aber um da schneller wieder hinzukommen, eher nicht, oder? Ich weiß es nicht. Denken wir auch sonst mal drüber nach. Was ist ein schönes Schlussbild? Hier. Sieht total perfekt aus, was hier passiert. Bin zufrieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.